Ivo Sasek, geboren am 10.07.1956 in Zürich. Verheiratet, 11 Kinder, 20 Enkel. Ausbildungen: Eidgenössischer Diplom-Fahrzeugmechaniker und Gastronom. 4 Jahre Bibelschulausbildung. Seit 44 Jahren internationaler Bibellehrer im Vollzeitdienst mit ca. 2000 aufgezeichneten Lehrvorträgen in aller Welt. 9 Familienoratorien. Einige Gründungen von Sasek seit 1983. Obadia. Christliche Rehabilitationsarbeit für Drogensüchtige, psychisch Kranke und Alkoholabhängige. OCG. Organische Christusgeneration. Glaubensbewegung mit Betonung auf organischer Praxis. AZK. Antizensurkoalition. S&G Handexpress. KlarTV. Zahlreiche Dokumentarfilme zum aktuellen Weltgeschehen in mehreren Sprachen. Elion Verlag, Gemeindelehrdienst. Autor von über 20 theologischen Fachbüchern, mehreren Broschüren und Traktaten. Panoramafilm. Regisseur, Drehbuchautor und Produzent von 9 Spielfilmen, davon 3 Monumentalkinofilme. Sasek TV. Zahlreiche Lieder- und Musikproduktionen, Musicals, 9 Familienoratorien, das heißt Musikaufführungen mit seiner Familie. IVO, interlineare Vollanalyse. Übersetzungsarbeit aus dem griechischen Urtext des Neuen Testaments. Ivo Sasek spricht heute zum Thema Auswege aus der großen Verschwörung. Hallo. Hallo ihr Lieben. Wow. Danke für die Vorreden, für die Einblicke. Wenn man hier an der Front lebt, weiß man, das war ganz ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Man könnte jetzt den ganzen Tag zuerst mal nur Danke sagen. Danke, was hier alles bewegt wird. Aber ich heiße euch in all diesen Ländern ganz, ganz herzlich willkommen. Danke, dass ihr dabei seid. Danke, dass ihr mit uns diesen spannenden Tag verbringt. Und ich kann euch versichern, es wird spannend. Ich möchte ganz besonderen Dank aber nochmal an alle Referenten vorausschicken, an alle Techniker, an alle Künstler, an alle Gastgeber, an alle Mitwirker im Vorder- und Hintergrund. Wenn ich nur an die Cutter denke, an die Schnitter, das gäbe aufzuzählen ohne Ende. Danke auch für alle, die sich mit hineingegeben haben, auch mit Fürbitten, mit Spenden und was halt alles so ist. Danke an alle Gäste. Nochmal herzlich willkommen. Heute werdet ihr hochrangigste Referenten hören. An der Zahl haben wir heute 8, die zu euch sprechen werden. Also wir sind richtig herausgefordert, mit Hunger und Erwartung hier zu sein. Seid ihr das? Ja. Es wird sehr spannend, vielseitig werden. Wir werden sie hören in Form von kurzen und längeren Referaten, in Form aber auch von spannenden Interviews, die wir führen mit ihnen. Und das über mehrere Zeitzonen hinweg. Jetzt komme ich zu dem, was mir als Rede auf dem Herzen liegt. Ich beantworte euch heute nämlich einmal den immer wieder mal herabsetzenden Vorwurf gegen KlarTV, aber auch gegen AZK und viele freien Aufklärer überhaupt, dass wir immer nur Probleme aufzeigen, aber keine Lösungen anbieten würden. Wisst ihr, solange sämtliche Medien dieser Welt über maximal 3 Agenturen und das CFR beherrscht werden, liegt die Medienhoheit, sprich die Informationshoheit, leider noch immer in den Händen übelster Menschenfeinde. Ja, das sind die, die die ganze Welt angreifen, ob man das wahr hat oder nicht. Die Aufklärung der Völker über diese Wüstlinge und Menschenzerstörer gehört daher noch immer zu den wichtigsten Aufgaben unseres Tuns. Das ist unsere Aktion. All dieses Wissen, auch das, was wir heute wiederbekommen, nützt uns aber genauso lange rein gar nichts, wie wir es nicht auch zu den betrogenen und verblendeten Völkern hinausbringen können, es hinausgelangt ist.
Denn die Lösung des wahren Problems muss letztlich von den Völkern selber kommen. Ja? Und hier reden wir bereits von dem wichtigsten Lösungsweg, den wir beständig anbieten. Ja? Aber wisst ihr, so viele wollen halt lieber einen bequemeren Lösungsweg, wo sie selber nicht gefragt sind. Danke, Lois, du hast es perfekt hingekriegt mit diesem Bild. Da hast du es gesehen, wie du gebraucht wirst. Ja? Aber seht, diese Völker müssen doch zuerst wissen, was da überhaupt ist, was abgeht, was tatsächlich geschieht unter diesem Himmel. Denn das wissen sie leider nicht. Und ich sage noch nicht. Ja. Und dann müssen die Völker aber auch wissen, auf welchem Weg all diese Bösewichte anzugehen und zu bewältigen und zu bezwingen sind. Denn letztere besitzen, höre gut zu, diese Bösewichte besitzen die NATO als ihre Privatarmee. Und sie haben die Militärhoheit in fast allen Ländern der Erde. Wenn wir also die Menschen nicht zuerst von all diesen abscheulichen Tatsachen überzeugen können, dass sich dann ausreichend viel Volk hinter die Wahrheit stellt. Und wenn wir die Völker hernach nicht auch noch dazu bewegen können, dass sie nicht mehr in ihre Kriege ziehen, die Kriege von diesen Wahnsinnigen, da gibt es keine wirkliche Lösung. Und seht doch, mit ihren Hybriden, sprich verborgenen Kriegen, haben sie unmerklich bereits mehr Menschen getötet als in beiden Weltkriegen zusammengenommen. Glaubt das mal besser. Ja? Und wenn sie jetzt nicht zunehmend oder wenn sie jetzt zunehmend zu ihren heißen Kriegen zurückkehren, dann ist das nur, weil ihre hybriden, verborgenen Vernichtungspläne durchschaut worden sind und sie ihre Ziele so oder so durchboxen möchten. Bis auf 500 Millionen müssen alle weg. So fordert es ihr in Stein gemeißeltes Manifest auf den Guidestones. In 8 Weltsprachen, ihr Lieben. Steht ihr das? Und dann noch eins. Selbst wenn wir ausreichend viele Menschen rein informativ gewonnen haben, braucht es noch die Kraft Gottes dazu, sage ich, weil sich unsere Angreifer nämlich mit dämonischen Mächten und Kräften gewappnet haben. Ja? Und in der Kraft Gottes liegt daher die entscheidendste Lösung schlechthin. Aber diese muss durch uns hindurch fließen. Durch uns hindurch, ja, mitsamt allen Fähigkeiten und Tugenden Gottes. Ja? Seht ihr, all solche Lösungsansätze mögen viele halt immer noch nicht hören. Ja? Jeder von uns kann natürlich wieder anderer Meinung sein. Ja? Aber das macht den Weg der Lösung natürlich auch nicht gerade einfach. Wenn nämlich jeder von uns in eine andere Richtung zieht, dann verlocken diese üblen Mächte schon wieder und lassen ihre Korken knallen. Ja? Denn sie beherrschen uns ja über allerlei Spaltungen, die sie zuvor gezielt und ständig unter uns geschürt haben. Und hier an dieser 20. ACK präsentieren wir darum wieder hochwertige Offenlegungen und liefern euch Updates über brisante Entwicklungen an den aktuellsten Schaltstellen der großen Verschwörung. Samt nächsten Lösungsansätzen, sage ich, soweit wir es halt vermögen, jeder von seiner Position aus. Die Verbreitung aber solcher Informationen, gleich welcher Art, ob es politisch, wissenschaftlich, ideologisch, religiös oder was auch immer, ich sage, eure Mitverbreitung gehört zum gegenwärtig größten Lösungsansatz schlechthin, den es gibt. Ja? Dennoch, die teuersten Wahrheiten werden so lange im Sand versicken und wirkungslos bleiben, wie wir sie nicht zu den quadratverblendeten Völkern durchgeboxt haben, dass sie durchgedrungen sind, ja, weil sie diese nicht erwecken und machtvoll zur Mitwirkung anreizen konnten. Das ist die Bedingung, versteht ihr? Und jahrhundertelang haben wir es erlebt, wie ignorant selbstsüchtige Menschen nicht mal mit der Hölle bedroht etwas unternommen haben. Sämtliche Drohungen konnten keine Erweckung hervorrufen. Was bedeutet das? Das heißt, wir müssen also die Kunst beherrschen lernen, wie man hinters Licht geführte und auch mit Naturtrieben angefixte Völker gewinnt, nicht zwingt. Ja? Und gelingt uns das nicht, wird allerdings hier unten demnächst die bare Hölle los sein. Das verspreche ich. Ja, wenn wir diese,
diese desinformierten Völker nicht gewinnen können. Wenn die Völker wirklich heilsam erwachen, dann nur, sage ich, wenn sie etwas Besseres bekommen, als was sie schon haben. Ja? Nur gegen etwas Besseres werden sie pauschal gesagt, ich sage mal, ihre notorische Ablenkungssucht eintauschen. So etwa ihre Handysucht, ihre Drogen, Tabletten, Nikotin, Alkoholsucht und Sexsucht und so weiter. Aber auch ihre fehlgeleitete Informations- und Unterhaltungssucht kann nur durch den Zustrom eines befriedigenderen Ersatzes zustande kommen. Aber wer hat denn sowas unter uns? Ich sage, wir selber. Wir selber sollen nämlich dieses Bessere sein. Das ist der Weg. Wenn die betrogene Welt nicht an uns, an unserer Einheit, an unserer Lebensqualität oder an unserer Geisteskraft, an unserer Liebe zueinander, auch an unserer Aufrichtigkeit und Lichtgewalt die neue Welt schmecken und erkennen kann, dann werden wir sie nicht gewinnen, ihr Lieben. Denn wir geben immer nur das weiter, was wir sind und nicht das, was wir bloß sagen. Beispiel, wenn du zum Beispiel jemandem sagst, dass du Masern hast, du hast aber die Röteln, wirst du sie deshalb nicht mit Masern anstecken, sondern mit Röteln. Verstanden? Das war ein saublödes Beispiel, merke ich gerade. Wir werden ja gar nicht krank, oder? Unser Sein ist daher einer der wichtigsten Lösungsansätze überhaupt. Aber ich sage, lasst uns nüchtern sein und daran denken, dass sowohl Gott als auch Engel oder Außerirdische oder an welche wundersamen Retter auch immer wir denken oder glauben, ihr machtvolles Werk immer nur im Verbund mit uns selber tun und durch uns alle hindurch alles ausführen werden, egal was für eine Macht hinter uns steht. Geistesmächte und Kräfte jeder Art suchen und brauchen immer unsere Körperlichkeit. Und ohne uns können Geistgewalten gleichsam keine Feinarbeit verrichten. Und wenn sie ohne uns hier unten aufräumen müssen, ja, weil wir nichts tun, dann haben wir hier unten wieder die Sündflut, ihr Lieben. Oder Erdbeben, Naturkatastrophen, die Pest oder was auch immer. Und ich sage nicht nur Juden und Christen haben ihre Heilande und Schriften schon immer missverstanden und missinterpretiert. Auch alle übrigen religiösen, aber auch sonstig politischen, wirtschaftlichen, sonstigen Menschen, egal welcher Art, sie irren alle immer in ganz genau ein und derselben Weise. Politisch zum Beispiel ist gerade wieder Donald Trump der ersehnte Alleinerlöser, der kommen muss, oder? Für uns, an unserer Stelle. Auch für viele Aufklärer ist das leider so. Wir werden heute noch einiges darüber hören. Das allerdings, was bei den Politikern die Wahlversprechen sind, das sind bei den Christen die biblischen Prophetien. Versteht ihr? Wahlversprechen für die Welt, biblische Prophetien für die Gläubigen. Und jede Gattung Mensch schafft es immer wieder, wegen solchen Versprechen sich selber aus dem Spiel zu nehmen. Ja? Und überdies die Prophetien dann noch komplett überspitzt zu interpretieren, auch die Wahlversprechen. Da stellt sich immer viel zu viel darunter vor. Und ich gebe jetzt eine Veranschaulichung aus der christlichen Szene. Wenn in der Bibel, in der Offenbarung zum Beispiel steht, dass in den letzten Tagen sich die Sonne verfinstern wird und der Mond seinen Schein nicht geben wird, weil sie um einen Drittel ihre Lichtkraft verlieren, dann haben wir schon immer automatisch daraus abgeleitet, dass die Sonne und der Mond irgendwie auseinanderbrechen müssen, um einen Drittel ihrer Strahlkraft zu verlieren. Aber wisst ihr was? Um die Sonne und Mond zu verdunkeln, genügen doch längst all diese Aerosole, die Geoengineering, sprich die Chemtrails, Giftcocktails, die unsere wahnsinnigen Weltenlenker zusammen mit Hunderten von Millionen Tonnen Nanofeinstaub über unseren Köpfen aussprühen. Das genügt doch, um unser Tages- und Nachtlicht um ein Drittel zu vermindern. Genügen selbst schon die Additive in den Tanks unserer zivilen Flugzeuge, ja, die sie ständig über die NATO beziehen. Diese NATO-Treibstoffe verdunkeln täglich in nahezu allen Ländern den sonnigen blauen Himmel, wisst ihr. Wir müssen also nicht ohnmächtig und resigniert auf eine zerstörte Sonne oder einen zersplitterten Mond schauen oder warten, sondern lediglich tatkräftig jene Sorte Menschen am Kragen packen,
die es wagen, hinter unserem Rücken alles mit ihren Giftcocktails zu vernebeln. Versteht ihr? Und wenn, ja. Ja, und wenn dann, wenn wiederum geschrieben steht, dass die Menschen Gott lästern werden wegen der Hitze der Sonne, so steht es vor 2000 Jahren, ne? Dann haben wir automatisch daraus abgeleitet, dass die Sonne tatsächlich viel stärker scheinen muss als sonst. Wie sich das allerdings vereinbaren lässt mit einer Sonne, die gleichzeitig einen Drittel ihrer Strahlkraft verloren hat, das haben wir uns nie wirklich überlegt. Versteht ihr? In der Praxis ist es ja wieder ganz simpel. Ne? Die Menschen lästern Gott wegen der Hitze der Sonne, in erster Linie, weil es ihnen die ganze Zeit genauso durch die Zwangsabgabemedien panikartig eingehämmert wird. Versteht ihr? Seht doch, sie sagen uns, dass wir demnächst verbrennen werden, während wir uns aber in Tat und Wahrheit hier schier die Ärsche abfrieren. Stimmt das? Ja? Und dann kam endlich der erste warme Tag, anfangs Juli 24. In Rumänien wurde es gerade wieder mal 38, 39 Grad, was dort nie anders war. Und was schreien die Zwangsabgabemedien wie aus einem Munde? Die Zuggleise schmelzen weg. Oh, ihr Lieben, das könnt ihr in der Zeitung lesen, die Zuggleise schmelzen weg. Weißt du, oh, ein ganzer physikalischer Vortrag. Nein, braucht es eigentlich nicht. Jeder weiß, dass von 39 Grad kein Eisen schmilzt, ja? Und schon beginnen aber alle Quadratverblödeten, Gott zu lästern, dass er uns hier unten verbrennen lässt. Gott, wie lässt du das zu? Dass er die Bahngleise wegschmelzen lässt. Und seht ihr, wenn wir die üblen Werke böser Menschen im Fokus haben und nicht irgendwelche Aliens und übernatürlichen, mystischen Dinge, dann geht die Rechnung plötzlich ganz simpel und einfach auf. Seht ihr? Und wenn ihr euch fragt, an welcher Ecke, wie man das Ganze anpacken könnte, nebst der Weiterverbreitung auch heutiger ACK-Vorträge wieder und so weiter, dann sage ich euch, tretet halt vielleicht mal ans Volk heran. Haltet ihnen zum Beispiel Temperaturverlaufstabellen der sogenannten Erderwärmung oder Klimaerwärmung unter die Nase. Erinnert sie, dass in Mitteleuropa mindestens bis Mitte Juli Durchschnittstemperaturen von kaum 17 Grad geherrscht haben. So einfach kannst du es machen, geht an die, die es noch nicht wissen. Ja? Macht selber die Rechnung. Erinnert sie an alle die vielen Unwetterkatastrophen, den ständigen gelben Regen neuerdings und zeigt ihnen die Wetterwaffenpatente, die wir ständig präsentieren. Haltet ihnen die Bilder vor Augen, samt den Daten, wie viele zig Millionen Tonnen Nanostaubpartikel, hochgiftige Cocktails ständig in die Luft geflogen werden. Sagt ihnen, dass das ohne ihren Protest und Einsatz kein Ende nehmen wird, bis diese Erde noch komplett zerstört sein wird, samt unseren kostbaren Pflanzen, Tierbeständen, bis hinunter zu den wertvollsten Vögeln und Insekten, sagt es ihnen. Erinnert sie überdies, dass sie dieses Gift jeden Tag einatmen und zu fluoreszierenden, sichtbaren Zielobjekten für unsichtbare Kriegstreiber werden, die es auf sie abgesehen haben. Könnt ihr alles in KlarTV lernen. Aber ich sage nur, wir als synergische Völker, vereinigte Völker können hier eine Gegenmacht stellen. Wir brauchen die Bildung einer fünften Gewalt, ihr Lieben. Nichts Minderes. Diese muss aber zuerst Volkswille geworden sein, versteht ihr? Darum braucht es euch. Weder Jesus noch irgendwelche Engel oder Aliens werden nämlich vom Himmel kommen, um an unserer Stelle diese schwierige Aufgabe im Alleingang zu lösen. Mit uns zusammen und durch uns hindurch, aber sehr wohl, ihr Lieben, sehr wohl. Dann immer irgendwelche ausweglosen Situationen in der Welt plötzlich machtvoll verändert worden sind, geschah es stets durch erweckte Menschen, ja, die ganze Menschenmassen hinter sich bringen konnten. Aber eben durch aufrichtige, gesegnete Menschen, durch Geistbegabte, durch Geistgewaltige, durch echte Menschen, authentische. Wir selber müssen darum Untersuchungskommissionen und so weiter bevollmächtigen, die zum Beispiel diese Luft- und Wasseruntersuchungen vornehmen. Wir selber müssen von EU, von WEF, von NATO, von Wissenschaftsköpfen und so weiter Rechenschaft fordern über jeden einzelnen Schritt, den sie gehen, über jede einzelne Aktion und diese dann öffentlich bekannt machen.
Alle Völker müssen wissen, wer genau diese Täter und Schurken sind, wer genau die ausführenden Organe sind. Ja? Und zwar vom höchsten Befehlshaber der Schattenmächte bis hinunter zu den kleinsten Vasallen in ihren Büros. Tun wir das ja. Tun wir das allerdings nicht, werden sie uns weiter teure Feinstaubfilter und tausenderlei Regenerationsvorschriften, Gesundheitsvorgaben auflasten. Und alle verblendeten Mitläufer werden dann wieder wie Stasi-Gehilfen fanatisch dafür sorgen, dass wir alle diese versklavenden Vorgaben auch punktgenau umsetzen. Genau wie bei der Covid-Pandemie. Ich habe fast Covid-Idiotie gesagt, was eigentlich genauer stimmen würde. Wir sind es, ihr Lieben, die diese Verbrechen und Verbrecher aufdecken und bezwingen müssen. Ihr selber seid Teil jenes gesalbten Retters, auf den ihr immer wartet. Ihr seid der Körper ganz einerlei von diesen Rettern, wer euer erhoffter Heiland auch immer ist. Ob wir nun auf Trump, auf den Medi, auf Jesus oder Außerirdische unsere Hoffnung gesetzt haben, ich sage, sie alle bräuchten unsere vereinte Kraft. Und wir leben ja bereits in den Tagen apokalyptischer Szenarien und deren Überwindung. Und ich sage, durch uns, durch dich und mich, durch uns gemeinsam. Ich möchte dazu ein Wort noch verlieren. Wenn du die jahrtausende alten Bücher und Bilder und Symbole in der Offenbarung zum Beispiel studierst, dann siehst du, wie sie nicht von außerirdischen Wesen, etwa von außerirdischen Supermächten prophezeit haben, wie viele das jetzt 2000 Jahre gedacht haben. Die Szenen und Bilder, die diese alten Propheten geschaut und, ich sag mal, verlegen wiedergegeben haben, umschreiben doch lediglich modernste Panzer mit ihren Antennen und ihren Rohren, ihren Rassen, der Ketten und dem Schall der gegenwärtigen Kampfflugzeuge und so weiter. Lest mal Offenbarung 9, 17. Und aus den Mäulern geht Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Wo kann die Herr wissen, dass das, was das ist? Oder 19. Denn die Macht der Rosse ist in ihren Maulen, in ihren Schwänzen. Denn ihre Schwänze sind gleich Schlangen und haben Köpfe und mit ihnen fügen sie Schaden zu. Könnt ihr sehen? Es sind keine übernatürlichen Heuschreckenschwärme, die geflogen kommen, sondern Helikopter, Flugzeuge, Marschflugkörper und all solches Zeug. Feuer und Schwefel kommen nicht aus den Mäulern irgendwelcher dämonischen Wesen und fürchterlichen Gestalten, ja? Versteht ihr? Sondern aus Gewehrläufen, den abgeworfenen Bomben. Es sind keine großen Steine, die ein zorniger Gott vom Himmel herabwirft. So haben es nur die alten Seher und Ausleger hilflos interpretiert. Es sind die hörigen NATO-Truppen, die so etwas tun, weil sie den Befehlen des dämonisierten CFR gehorchen. Versteht ihr? Es sind die von der US-Administration und der Hochgradfreimaurerei verführten Völker Europas, die die luziferischen Pläne und die schweflige Tat umsetzen. Deutschland und Russland dürfen nie zusammenkommen, befahl dieser Plan schon vor über 100 Jahren. Wir haben das alles ans Licht gebracht, ihr Lieben. Aber zuletzt werden wir uns selber, sage ich denn, ihrem geplanten Feuer und Schwefel vom Himmel uns aussetzen, wenn wir dieses finstere Spiel nicht gemeinsam durchschauen und als Volk beenden, wir als Volk. Aber wir müssen es wissen, ja? Wir brauchen dazu die Medienhoheit, versteht ihr? Wir brauchen die Informationsfreiheit. Das ist die Lösung, vorerst, jetzt, die erste, die wichtigste. Ohne diese werden die Völker im Dunkeln bleiben. Und darum sind wir nicht Leute, die immer nur Probleme aufzeigen und keine Lösungen anbieten. Doch, wir bieten Lösungen an. Die wichtigste und unentbehrlichste von allen praktischen Lösungen, aber seid ihr da draußen. Ihr mit uns zusammen. Mit der OCG zusammen kann ich euch zeigen, wie ihr selber zu Träger göttlicher Kraft, zu göttlicher Fähigkeit und Beauftragung werden könnt. Ja, wie die in euch angelegten spezifischen göttlichen Gaben entdecken und damit auch das benötigte Gesamtbedürfnis stillen könnt. Als AZK und KLA TV zeigen wir euch unablässig
neue Wirkkreise, in die ihr euch tatkräftig und lösungsorientiert mit einklinken könnt. Aber immer ihr selbst seid gefragt, ihr Lieben. Ihr als Körper der Wahrheit, ihr als Körper der ontischen Kraft, ihr selber als Körper Gottes. Und ich sage, egal welches Glaubensbekenntnis das du hast, an welche Historie du glaubst, egal ob du ein ungläubiges, atheistisches Bekenntnis hast oder nicht, Gott lebt in dir, mein Lieber. Seine Kraft, seine Vollkommenheiten sind in dir. Lerne sie auszuschöpfen, ohne Frömmigkeit. Ja. Und ich sage, jeder, der uns heute hört und sieht, soll all das, was ihr heute hört und seht von uns, hinaus in die Welt tragen, bis an die Enden der Erde. Aber ich sage, bitte nicht in Panik oder gar so fanatisch, dass die Menschen schon abhängen, allein weil ihr unglaubwürdig wirkt durch Hysterie und so weiter. Findet also die Kraft und die Weisheit, findet die innere Stärke, findet die Kraft Gottes, die Weisheit Gottes und so lasst die herrlich anziehende Lichtgewalt Gottes durch euch hindurch scheinen, dass euer Lichtglanz und eure hervorragende Aura die Welt gewinnen und sie durch euch hinein in die Wahrheit katapultiert werden. Ja, ihr werdet aber immer nur das wirklich weitergeben, was ihr seid. Also seid Lichtträger, die das Licht der Wahrheit in göttlicher Kraft repräsentieren, es ausstrahlen, durchschlagen, in die Völker importieren, sodass sie aufwachen und selber Teil der neuen Welt werden möchten. Eine erfolgreiche Lösung aller Probleme ist allerdings erst dann wirklich in Sicht, wenn die Leute auch imstande sind, ich sage mal zum Beispiel, ihre Handysucht von sich abzuschütteln, oder wenn wir als neue fünfte Gewalt die Beseitigung aller Mobilfunkmasten dieser höchstrangigen Primärkriegstechnologie anordnen können, ja? Oder wenn wir als neue Gerichtsgewalt all jenen Machtmissbrauch wirksam beenden können, ja, der sich in unsere vier Gewalten einschleichen konnte. Das meint also in unsere Justiz, in unsere Medien, in unsere gesetzgebenden und umsetzenden politischen Instanzen. Erst wenn ihr zur realen Oberhand über das weltweite Geheimbundnetzwerk mit all seinen Krakenarmen gelangt sind, können wir von einer ersten wirklichen Lösung oder einem Erfolg sprechen. Damit ist die Welt dann aber immer noch nicht gleich heil. Darüber aber zu reden, würde den Rahmen dieser 20. ACK definitiv sprengen. Darum schwenke ich schon mal in die Landung ein. Ja? Summarisch ist zu sagen, es ist die luziferische Hochgrad-Freimaurerei, die all diese widersinnigen, widergöttlichen, nihilistischen Dinge in die Welt gesetzt hat. Fortwährend zwingen sie die Menschheit zunehmend unter ihre Zwangsexperimentalimpfstoffe auf alle Weise. Vergiften uns mit ihren meist nutzlosen Pharmaprodukten, stopfen die Genusssüchtigen voll mit Drogen, Alkohol, Nikotin und. Und längst lästern ihretwegen die Menschen so kopflos ihren wunderbaren Schöpfer, wisst ihr. Aber das alles läuft hier unten menschgemacht ab. Allerdings eben durch Menschen, die von übelsten Geistern geritten werden, von teils regelrecht Dämonenbesessenen. Glaubt mal besser, dass es das gibt. Und darum sollten auch wir ganz normalen Menschen, Gott und seine Kraft erwarten. Und zwar all seine Vollkommenheiten an uns, in uns und durch uns hindurch. Jeder von euch da draußen, jeder, der mich heute hört. Das ist der schöpfungsgemäß gedachte Entwicklungsweg von uns allen Menschen. Ja? Alles ist von Gott, aus Gott und hinein in Gott geschaffen. Das ist es. Aber ich rede nicht von einem Gott, der überall so schräg dargestellt wird. Erwarten wir nun also, dass die Kraft, die Weisheit und die Vollkommenheit Gottes über all die heutigen Referenten zu uns durchdringt. Erwarten wir, dass alles, was sie uns heute vermitteln, in uns zur fortgesetzten Tat wird. Ja? Erwarten wir, dass all diese göttlichen Befähigungen in uns heranreifen, bis wir dazu imstande sind, dass wir vereint diese Unheilstifter ins Gericht ziehen können, die all diesen dämonisierten Unsinn in die Welt setzen, von dem wir jetzt gleich
wieder vieles mehr hören werden durch die nächsten Referate. Ich bin mit meinem Teil durch. Ich danke euch, dass ihr da seid, dass ihr zuhört, dass ihr hungrig seid und durstig nach der Wirklichkeit. Okay, wie ihr sicher wisst, haben meine Frau Anni und ich zusammen 11 Kinder großgezogen. Die sind heute zwischen 20 und 40. Ja? Und wie man das eben gehörte, im ganz praktischen Alltag anwenden kann, das bringt jetzt unsere fünfte Tochter, Ruth Elpida, bringt sie mit ihrem neuesten Song zum Ausdruck. Ja? Aber bevor sie ihn zusammen mit unseren übrigen Kindern und Schwiegerkindern singt, hört ihr noch einige persönliche Gedanken von ihr. Ich bitte dich, Ruth Elpida, übernimm du das Wort. Hallo zusammen. Es ist mir ein großes Vorrecht, dass ich heute ein Lied mit meinen Geschwistern und mit allen Angeheirateten singen darf. Das Lied heißt Eins bis zum Schluss und es kommt wieder aus der direkten Praxis unseres Alltags. Ich denke, eins bis zum Schluss sagt ein bisschen aus. Wir hatten immer wieder so Momente, oder ihr kennt die ganz bestimmt auch, wo man eigentlich, man verfolgt eigentlich dasselbe Ziel, man hat dasselbe im Herzen. Und doch gibt es einfach diese Momente, wo irgendetwas uns teilen will und es fühlt sich an, als würde man nicht mehr in die Einheit kommen. Wer kennt das alles? Ich bin mir sicher, dass jeder mal oder mindestens einmal diese Situation kennt, eben von dieser Trennung. Man hat eigentlich dasselbe Ziel im Herzen. Und das hat mich sehr beschäftigt, auch in den letzten Monaten, dass es mich zu einem Lied verleitet hat, es zu schreiben. Nämlich deshalb, weil ich gemerkt habe, es ist nicht ganz normal. Weil wenn du dasselbe im Herzen hast und es will einfach nicht mehr zusammenkommen, dann ist irgendeine andere Macht noch im Spiel. Und ich beobachte das schon seit langer Zeit auch in unserem Leben, dass gerade dort, wo die gemeinsamen Ziele am höchsten sind, und ich rede da nicht von irgendeiner Karriere, sondern von Weltveränderung, dort stürmt es am allermeisten. Und das wundert mich auch nicht, weil in der Schrift steht auch, wenn nur 2 bis 3 vereint sind, ist ihnen nichts unmöglich. Und deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, dass gerade deshalb, weil 2 oder 3 die ganze Welt auf den Kopf stellen können, diese Einheit auch angefochten ist. Sie wird attackiert und ich bin überzeugt davon, dass auch unsichtbare Mächte da mit im Spiel sind und die nenne ich im Lied böse Geister. Und das Lied ist deshalb speziell, weil wir direkt diese Geister ansprechen, diese Mächte, die das verhindern wollen, die verhindern wollen, dass wir eins sind, trotz allen Richtungen und Charakteren und Bewegungen. Sie wollen nicht, dass wir eins sind und diese Welt auf den Kopf stellen. Und deshalb habe ich gedacht, schreiben wir mal ein Lied direkt an diese Adresse. Wir schicken sie, diese Mächte, die uns trennen wollen, zum tiefsten Grund. Ihre Zeit ist vorbei. Sie können uns nicht mehr diese trennenden Gedanken in den Kopf schmeißen, dass wir immer etwas finden, wo wir uns gegenseitig irgendwo aufschreiben können. Gerade in dieser Zeit, wo so viele Bewegungen hochkommen und auch verschiedene Charaktere aufeinander stoßen, es würde immer einen Grund geben, sich irgendwo zu verhaken. Aber diese Macht, die schmeißen wir heute weg und wir werden Welten bewegen und zusammen eins sein bis zum Schluss. Das ist meine Message. Es ist ein Schnitt ins eigene Fleisch. Sind du und ich über kurz oder lang entzweit? Dasselbe Ziel verfolgen wir, doch um jeden Preis will uns etwas teilen. Nenn es wie du willst, ich nenne es ein böser Geist. Wenn er sagt, gebe auf, ihr bewegt doch nichts. Stehe auf und sag ihm ins Gesicht. Geh weg von hier, geh weg von uns, geh und bleib.
durch unsere Angst hat er Macht. Doch er ist nur ein Schatten an der Wand. Hab keine Furcht, denn er hat nichts. Es sei denn, du gibst ihm Gewicht. Mach es, wie du willst, aber er gibt dich nicht. Wenn er sagt, gebe auf, das überlebst du nicht. Stehe auf und sag ihm ins Gesicht. Geh weg von hier. Geh weg von uns. Geh und bleibe. Versuch uns zu teilen, deine Zeit ist hiermit vorbei. Ich stell uns unter Gottes Schutz, denn da sind wir eins bis zum Schluss. Liebe Freunde, helft ihr mit, dass wir siegen Schritt für Schritt. Über all die bösen Geister machen wir die Schotten dicht. Unterschätzen wir die Kraft nicht, die in unserer Einheit steckt. Sind nur zwei bis drei vereint, dann wird die böse Macht zerfetzt. Geh weg von hier, geh weg von uns. Geh und bleib im tiefsten Grund. Du hast versucht, uns zu teilen. Deine Zeit ist hiermit vorbei. Ich stell uns unter Gottes Schutz, denn da sind wir eins bis zum Schluss. Bleibe, bleibe.